Hi zusammen. Ja, Energieeinsparpotenzial gibt es bei so einem Haus an vielen Stellen. Sehr viel Wärme geht allerdings auch über den Dachboden verloren. Und deswegen wollen wir jetzt hier eine Dachbodendämmung verlegen. Zuallererst müssen wir dafür diesen Randdämmstreifen anlegen. So, der Randdämmstreifen ist jetzt hier schon mal angebracht und jetzt können wir mit den Dachbodenelementen anfangen. Das ist einfach ein ganz normaler EPS-Dämmstoff mit werkseitig aufgebrachter Spanplatte. Das Besondere dabei ist, dass hier schon eine Nut und eine Feder angebracht ist, damit das Ganze nachher auch begehbar ist und nicht verrutscht. Wenn wir jetzt anfangen und die erste Platte legen, müssen wir darauf achten, dass wir hier diese Feder auf beiden Seiten einmal abschneiden, damit die Platte nachher auch bündig in der Ecke liegt. So, die Platten werden jetzt untereinander noch miteinander verklebt und das machen wir mit einem wasserfesten D3-Leim. Der kommt einfach hier in diese Nut rein und dann schieben wir die Platten zusammen. So, um Nut und Feder jetzt richtig miteinander zu verbinden, kann man gegebenenfalls noch mit Hammer und Schlagholz nachhelfen. Die Platten werden im Verbund verlegt, das heißt mit einem Versatz von mindestens 25 cm. Ich kann also das Reststück, was ich von der einen Seite abgeschnitten habe, direkt auf der anderen Seite wieder anlegen. So einfach geht's. Mit geringem Aufwand lässt sich der Dachboden effektiv dämmen.